Grüß euch, servus, ich bin der Sandner Ruppi, Don Ruppi. Ich begrüße euch zu Adventkalender Sela. Warte und horch. Das ist ein hebräisches Wort und das ist 74 Mal im Alten Testament geschrieben und heute weiß man nicht mehr genau, was es bedeutet. Aber man weiß so viel, es ist sowas wie eine Musikpause, die sie bei den Psalmen ganz besonders immer wieder eingeschrieben haben. Warum? Genau deswegen, dass sie nicht einfach bam, 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 bam vorausbrechen und Gott einfach nur in einer Tour loben, ohne einzutreten in das innere Vernehmen, in das innere Ankommen, in das innere ja, Horchen. Man kann nicht nur singen, man muss auch horchen. Und deswegen mein Ziel auch sowas wie Warte und Horch. Was es dazu braucht, beim Hinhorchen und Eintauchen, ist die Bereitschaft zu empfangen. Jeder ist nötig, dass er beschenkt wird. Keiner kann sich selbst beschenken. Du kannst nichts geben, was du nicht selbst bekommen hast. Und dazu brauchst du auch einen Mut, dass wir beschenkt werden dürfen. Und Gott schenkt uns in Überfülle und die ganzen Geschenke würden einfach stehen bleiben, wenn wir nicht bereit sind zu empfangen. Es gibt in jedem Menschen das Moment, wo wir beschenkt werden dürfen und müssen. Und das möchte die Adventszeit ganz besonders uns ja, weiterschenken. Auf was warten wir? Was wird uns geschenkt? Es ist die Erlösung. Die ist, dass wir errettet sind. Heute ist euch ein Retter geboren, singen die Engel in Bethlehem. Wir sind alle Sünderfreunde, uns geht's alle gleich. Wir sind aber deswegen nicht fehl am Platz, sondern wir dürfen es zugehen, dass uns manchmal schmeißt, dass wir Fehler haben, dass uns einhaut. Gott, deswegen will uns Gott erlösen. Gott, deswegen kommt er zu uns. Gott, deswegen sucht er uns. Sela, warte und horch, tritt ein in das Besuchtwerden. Er kommt wie einer, der uns sucht. Und weil er kommt, deswegen warten wir. Und weil er uns sucht, deswegen horchen wir hin, wo er uns sucht und wo er uns besucht. Bei dem Adventkalender wollen wir drei ganz besondere Momente auch heben, betrachten. Das ist einmal Glaube, einmal Hoffnung, einmal Liebe. Die größten Fähigkeiten, die der Mensch hat, sind darin verwirklicht, weil er das Höchste erkennt und am tiefsten lieben lernt und lieben kann. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Alles Gute, Sela, warte und horch. Grüß euch, servus, der Ruppi.